Unsere Gewässer werden immer klarer, die Fische immer schlauer und vorsichtiger. Da müssen wir uns als Angler etwas einfallen lassen. Wir vom Team Zamataro in Verbindung mit der Firma Balzer haben dazu ein komplett neues Beschichtungssystem für Körbe entwickelt. Diese Beschichtung hat Tarnfarbe, das heißt, unter Wasser wird sie vom Fisch so gut wie gar nicht wahrgenommen und sie ist sehr kratzfest und widerstandsfähig. Man sieht das, ich kratze hier mit dem Fingernagel, die haftet sehr gut, selbst auf dem Blei. Kommen wir zu den einzelnen Korbmodellen. Hier ein Ringkorb, wird auch Düsenkorb genannt. Der hat ein Einsatzgebiet bei mittleren bis weiten Distanzen. Vorteil des Korbes ist, der kommt schnell nach oben und wir haben hier von innen sehr saubere Übergänge, dass das Futter auch gut aus dem Inneren herausgespült wird. Sehr sauber gearbeitet. Das wäre hier ein sogenannter Krallen- oder Ankerkorb. Das ist im Grunde genommen ein normaler Cagefeeder. Hier wurde aber eine Drahtöse vergossen, die am Ende circa rechtwinklig umgebogen wird. Diese Kralle findet in der Strömung Verwendung, weil der Korb auf dem Boden mehr Reibung hat. Man kann mit diesem Korb bis zu 30% leichter fischen als mit gewöhnlichen Körben. Das ist der konventionelle Cagefeeder-Korb. Den bieten wir auch in unterschiedlichen Größen an. Auch hier, wie ihr gewohnt seid, eine sehr schöne Befestigungsmöglichkeit mit Quetschhülsen verbunden, also hier eine sichere Aufnahme. Das ist hier ein klassischer Speedkorb. Der kommt zur Verwendung, wenn es um extrem weite Distanzen geht. Hier haben wir ein Blei, was nach oben sowie auch nach unten ausgespitzt ist. Von daher hat er sehr gute Flugeigenschaften, weil er die Luft gut durchdringt und er hat sehr gute Einzugseigenschaften, weil er durch die innere Spitze das Wasser verdrängt. Hier haben wir auch ein neues Korbmodell in unserem Sortiment. Das sind sogenannte Inliner-Körbe. Bei denen wird die Schnur durch das Innere geführt, durch ein Röhrchen. Um die Sache verwicklungsfrei für das Vorfach zu gestalten, hat man hier eine Gummitülle, die im Vorfeld drüber geschoben wird. Dieser Korb wird freilaufend montiert, kommt sehr viel zur Verwendung beim Methodfischen, wenn man mit Pellets füttert, an Karpfenteichen. Also hier Inliner, Innenführung. Hier haben wir den klassischen Speedkorb aus Edelstahl. Man sieht hier ganz deutlich die Farbunterschiede. Tarnfarbe und leuchtender Edelstahl.